Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zum Podcast der Compo Security. Heute zum Thema Swiss Cyber Defense DNA. Mein Name ist Ivan Büttler, ich spreche heute mit Thomas Lichti, CEO von Mountain und Initiant der Swiss Cyber Defense DNA Initiative. Sorry, Ivan. Hoi, Thomas. Swiss Cyber Defense DNA Initiative. Lass uns das Gespräch damit beginnen. Was ist das überhaupt? Die Swiss Cyber Defense DNA ist eigentlich ein Maßnahmenpaket, ein Leitfaden, eine Checkliste, die es eigentlich erlaubt, innerhalb von 6 Maßnahmen, einfach zu verstehenden Maßnahmen, sich effektiv und effizient gegen Ransomware-Attacken zu schützen. Also 6 Maßnahmen, die ein KMU quasi einleiten kann, um einfach besser geschützt zu sein gegen Cyberrisiken, insbesondere Ransomware. Exakt. Und also es gibt ja den ISO-Standard, es gibt BSI-Standard, NIST-Standard, es gibt ja schon so viele Standards. Was zeichnet diesen Leitfaden jetzt aus? Uns war sehr wichtig, dass es verständlich ist. Also eigentlich der Inhalt der Initiative, der ist nicht Rocket Science. Den kann man effektiv bei sehr vielen anderen Standards auch nachlesen. Er ist aber in den allermeisten Fällen relativ unverständlich. Und unser Hauptaugenmerk war wirklich darauf gerichtet, dass wir in diesen 6 Maßnahmen einfach zu verstehende Punkte erfassen, die effektiv beim KMU resonieren, die er wirklich verstehen kann. Also wenn ich jetzt den NIST-Standard ausdrucke mit all den Maßnahmen, die jetzt ein Unternehmen sicherer machen, dann hätte ich wahrscheinlich einen Stapel Papier von etwa 2-3 Kilo. Wie viel Gramm gibt es bei dir in der Checkliste? Guter Punkt. Ich denke, da möchte ich eigentlich genau das jetzt auf den Punkt bringen. Also unsere Initiative besteht eigentlich aus diesen 6 Maßnahmen, die auf einem Flyer Platz finden. Und jede dieser 6 Maßnahmen ist eigentlich aufgeteilt in eher organisatorische und eher technische Schwerpunkte. Und das ist genau, glaube ich, der Unterschied, weil so ein Flyer, den liest man, den versteht man und da agiert man. Aber wenn man da einen Stapel Papier hat, wird es schwierig. Also etwas Schlankes, Pragmatisches für die Schweizer KMU. Korrekt. So niederschwellig wie möglich. Und jetzt habe ich gelesen, dass das NCSC, also das ist ehemalig Melanie, die National Cyber Security Competence Center, dass die machen da mit. Korrekt. Das ist eigentlich genau auch der Punkt, der uns natürlich wirklich stolz macht. Durch das, dass die Initiative komplett neutral gehalten ist, auch aufgrund der breiten Trägerschaft, auch Non-Profit-orientiert ist, hat das NCSC auch wirklich da keine Zweifel gehabt, um da wirklich als Partner uns beizustehen. Das freut uns natürlich sehr. Okay, und ich habe mal so versucht, einfach die 6 Punkte überschlagsmäßig zusammenzufassen. Erstens, machen Backup. Zweitens, schütze dich vor Malware mit diversen Sachen. Schütze den Zugriff, also Netzwerkzugriff. Halte deine Systeme aktuell. Arbeite mit möglichst wenig Rechten, Least Privilege, und 6. haben Notfallprozess. So, dies sind 6 Maßnahmen, habe ich das so richtig verstanden? Korrekt. Backup ist an erster Stelle. Du bist der CEO von Mountain. Die Kernkompetenz ist Backup? Korrekt. Ja, hättest du jetzt nicht mehr einen brauchen. Nee, es ist natürlich so, dass grundsätzlich das nicht meine Entscheidung war, dass Backup Nummer 1 ist. Ja. Ich möchte auch nicht werten, welche der Maßnahmen wichtiger sind als andere. Vielleicht aber, um da ein Bildnis zu machen, also wenn man in die Felswand einsteigt, dann seilt man sich auch zuerst an und nicht am Schluss. Und wir sehen das als wirklich notwendig, halt, dass man einfach dieses Sicherheitsnetz mal prinzipiell legt und das als wichtig erachtet wird, bevor man eigentlich sich um die anderen Punkte kümmert. Jetzt als KMU lese ich diesen Flyer. Ich kann mir vorstellen, ein CEO von einem KMU versteht jetzt die Punkte trotz allem dann nicht. Er versteht zwar, es braucht ja jemanden, der das umsetzt. Wer kann denn das umsetzen? Auch sehr, sehr gute Frage. Also die ganze Initiative besteht eigentlich aus 3 Hauptschwerpunkten. Schwerpunkt Nummer 1 ist der Inhalt, den wir kurz jetzt besprochen haben. Einfach verständlich für den KMU. Punkt 2 ist, dass der KMU dies überhaupt akzeptiert, braucht es eine breite, neutrale, aussagekräftige Trägerschaft.
Und eigentlich Schwerpunkt Nummer drei ist wirklich sogenannte Umsetzungspartner. Also Partner, die dann dem KMU zur Seite stehen, um einen oder mehrere dieser Maßnahmen effektiv umzusetzen. Also ich habe das jetzt, dieses Gespräch, so verstanden. Es gibt jetzt also diese neue Checkliste, die wird auch getragen vom NCSC. Da sieht man 6 Punkte, was man tun macht. Man sieht aber auch, welche Firmen einem unterstützen könnten bei der Umsetzung. Und diese Firmen müssen sich die zertifizieren, damit sie quasi nach dieser Checkliste das machen. Ist ein Punkt, den wir nach wie vor noch auf dem Radar haben. Im Moment ist es so, dass die Umsetzungspartner sich nicht zertifizieren müssen. Und dies wurde so entschieden, dass wir sagen, wir möchten lieber möglichst niederschwellige Möglichkeit bieten für einen IT-Partner, um sich bei gemäßen Maßnahmen als Umsetzungspartner zu positionieren, weil das ist die Chance größer, dass immerhin mal was gemacht wird beim KMU. Mhm. Vielleicht noch nicht in absoluter Perfektion, aber es geht mal was. Und das war uns wichtiger, als dann irgendwie eine spezifische Zertifizierung eigentlich vorschreiben zu müssen. Ja, liebe Zuschauer, Zuhörer, eben ein Schweizer Standard mit 6 Maßnahmen, schlank, viel schlanker als die internationalen Standards, die eben pragmatisch einem unterstützen bei der Absicherung oder Schutz gegen Cyberrisiken, insbesondere Ransomware. Es war sehr spannend, Thomas. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Alle Informationen finden Sie auch dort niederschwellig unter kmuschutz.ch, ohne Bindestrift, zusammengeschrieben. Und für Suggestions bin ich jederzeit natürlich dankbar. Herzlichen Dank, Ivan. Danke vielmals. Adi miteinander. Herzlich willkommen zum Podcast von Compass Security. Heute zum Thema, muss ich nicht Cyber Defense DNA, das ist das kompliziertes Wort. Gut. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zum Podcast der Compass Security. Heute zum Thema Swiss Cyber Defense DNA. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Compass Security. Mein Name ist Ivan Büttler und wir sprechen heute über die Swiss Cyber Defense DNA zusammen mit Thomas Lüthi. Richtig. Grüezi miteinander. Herzlich willkommen zum Podcast der Compass Security. Mein Name ist Ivan Büttler. Wir sprechen heute über die Swiss Cyber Defense DNA zusammen. Jetzt muss ich wirklich anders. Hast du einen Schreiber da? Ja, ich muss das Lichti durchstreichen, weil ich sehe das Lichti und dann sage ich Lichti und nicht Lüti. Lichti. So, jetzt hoffentlich klappern.